Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Und ja, ist ja noch St. Patrick's Day Event. Und da ich mit meinem Hauptaccount nur die Schlangenfische gezeigt habe und die Bootsrennen und ein paar Köder gekauft, also drei Videos nur, ne vier, vier Videos, zwei mit Schlangenfische, genau. Habe ich mir gedacht, mache ich jetzt mit dem zweiten Account jetzt nochmal die wütenden Barsche und Koboldfische und die Partylöwen Pakus, die neuen Eventfische. Die sind ja ganz neu dazugekommen. Und ja, den ersten habe ich jetzt hier schon, den ersten wütenden Barsch. Ich wollte aber eigentlich hier mit der Route jetzt hier Koboldfische fangen. So, mein Rutenständer stellen wir auch auf, also, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Nee, war schon richtig, aber wieso? Der Platz ist schlecht. Ich kann ihn hier nicht. Naja gut, muss so reichen. Ja, bin hier am Nehiren River. Das ist die zweite Mission, die heißt Gefallen für ein Kobold. Die erste war ja Mudwater River. Koboldfische und wütende Barsche. Und dann zum Lesney Villa da nochmal zwei Koboldfische. Da war die ja schon abgeschlossen. Da wusste ich noch nicht, dass ich dann hier die Videos auch noch machen will. Deswegen fange ich jetzt hier mit der zweiten Gefallen für einen Kobold an. Da muss ich hier am Nehiren River erstmal drei wütende Barsche fangen und vier Koboldfische. Und dann zu den Everglades und da dann fünf von den neuen Pakus, Partylöwen Paku. Ausrüstung ist ja, zweimal Matchroute, einmal die Majesty mit der Leviathan Rolle, die Braid 027 Schnur, Raute 2 Haken, Vorfach kann man weglassen hier für Barsche. Die zweite ist die Spelllauncher 320. Mit der Match Catch 9000 und der Braid 032 auch 2er Haken, also 2 Nuller. Und dann hier die Match Routen sind einmal die 310er La Cazadora mit Match Catch 8000 und einmal die La Cazadora nochmal 310 mit auch mit Match Catch 9000. Also die hat die 8000, die hat die 9000, aha. Und dann einmal die La Cazadora 340 mit der Turbolino 11000. Und dementsprechend immer Schnur, die etwas stärker ist als die Rolle, eine Nummer stärker reicht. Da hat der zweite Eventfisch gebissen und Kobold oder ja? Ja, Kobold. Sehr schön.
Ah, Zelle 64. Den habe ich doch als Freund auf meinem Hauptaccount. Ja, beißen, nicht nur piepen. Der Spot ist hier bei dem versunkenen Autowrack. Das ist dieser Spawnpunkt. Zwar hier gespawnt, aber bin dann hier um die Ecke gegangen. Eigentlich bin ich an dem Spawnpunkt. Spawnt man da vorne. Dann einfach hier runter ans Wasser. Und dann so hinstellen, dass man da das Krautfeld anwerfen kann. Ja, die werde ich nochmal neu auswerfen. Bisschen dichter ran ans Krautfeld. Er ist ja wieder so kurz. Jo, schon besser. Die werde ich auch noch mal neu auswerfen. Die sind noch ein bisschen kurz geraten. Die werde ich mal da hinlegen. Die da. So geht's auch gleich los hier. Das dürfte jawohl ein wütender Barsch. Gib wieder ein Bitcoin. Ja, ein wütender Barsch noch und dann kann ich die auch umrüsten und damit auf Kobold gehen. Bei Kobold brauche ich noch drei Stück hier. Das ist kein Eventfisch. Das ist ein normaler Barsch. Nehmen wir auch mit. Was soll der Geiz? Jawohl. Wütender Barsch Nummer 3.
So, haben wir die wütenden Barsche abgehakt. Wird die jetzt umgerüstet. Auf Zweierhaken. Und besoffener Wurm. Und dann kommt die dahin. Die wird auch umgerüstet. Und die kommt dahin. Was ist mit meiner Pose los hier? Wieso tut sich da nichts? Joa, ist ja gut. Ist ja eh kein Eventfisch. Oh, Kürbisbarsch in Trophäengröße. Ja, die Koboldfische sind hier schwieriger zu fangen als die wütenden Barsche. Ich glaube, ich nehme mal die Pose ganz weg. Nimm dafür die dritte Grundrute und rüste die auch noch um. Bin gespannt, ob ich mir den zweiten Account in den 11 Tagen, die noch bleiben, also mit heute, eigentlich nur noch 10 Tage, weil heute ist ja schon fast durch hier für mich. Ob ich die komplette Mission durchschaffe. Aber ich glaube schon, die Bootsrennen kann man an einem Tag abarbeiten. Für den goldenen Stringer, Hufeisenstringer. Damit ich dann auf die Schlangenköpfe gehen kann. So, wo sind die Koboldfische jetzt hier? Ein einziger Koboldfisch und jetzt ist hier Feierabend oder was? Sagten die Beißkurve. Ach so, ist gleich an der Spitze. Na dann, holen wir noch mal alle rein. So. Da geht's wieder abwärts. Nur so.
Was soll das da mit dem Hänger? Ich werfe doch extra vor das Krautfeld und nicht in das Krautfeld. Und trotzdem hat er da einen Hänger. Doch nicht. Und auch nicht. Ja, nicht nur piep, piep, piep und wieder weg. Ihr wisst, dass ich keine Klingelstreiche mag, also beißt gefälligst richtig fest rein, sodass der Haken stecken bleibt im Mund. Da kommen jetzt an jeder Route ein Koboldfisch. Koboldfisch habe ich gesagt. Nicht Kürbisbarsch und auch nicht roter Sonnenfisch. So, wollen wir das sehen. Koboldi, jawohl. Zwei Stück nur noch. Na ja, komm, beiß. Ah, wütender Barsch. Der beißt auch auf die Würmer mit Haken 2-0. Das ist ihm völlig Banane. Zelle wieder abgehauen. Hat er nichts mehr gefangen hier? Jetzt ist er da hinten irgendwo. Na komm, die zwei jetzt noch hier, damit ich zu den Everglades reisen kann. Muss er immerhin dann noch fünf Stück fangen. Von den Bagus. Naja, und nebenbei, wenn man hier die Gewässer anfährt für diese Mission, kann man da dann auch immer gleich den Köder kaufen an diesem Hufeisen Gerüst oder was das sein soll, Statue. So, kommen wir jetzt hier. Sonst kann ich auch mal kurz zeigen, genau hier an diesen Dingern. Kann man die Köder kaufen. Na, hier war der Irish Bust Jig. Habe ich schon gekauft für 3 Kleeblätter. Kleeblattmünzen besser gesagt. Und so natürlich auch am Nehren River, habe ich vorhin gesagt, da sind wir ja jetzt am Mudwater und Lesney Villa. Die ersten beiden.
Anlaufstellen für die Mission gefallen für einen Kobold. Evergrades werde ich natürlich auch gleich den Köder kaufen. Die brauchen wir ja am Ende alle für die Schlangenfische, Schlangenkopffische besser gesagt. So, könnt ihr jetzt mal beißen, die letzten beiden hier? Oder muss ich wieder Jahre warten? Man muss nur meckern. So, der letzte Mohikaner, jetzt ran hier, ran an Speck, weil ich muss weg, muss zu den Everglades. Partylöwen fangen. Na komm. Komm schon, wir essen zeitig. Geh mal hin jetzt. Oder wie du heißt. Ja, dann beißt du jetzt, komm. Ja, einer von beiden muss jetzt beißen hier, nicht nur rumpiepen. Was macht die Beißkurve? Achso, ja, habe ich ja schon vorgestellt. Beißkurve sieht super aus. Ah, da hat einer einen nördlichen Schlangenkopffisch gefangen. Ja, nun beiß doch mal. So, ist fein. Und dann ist er weg. Anhieb zu... Was? Anhieb zu früh? Der hat doch eindeutig abgezogen. Was soll denn das? Ist doch Verarschung. Eigentlich, wenn die Glocke läutet, sollte der Fisch eigentlich am Haken sein und nicht mehr am Köder rumnuckeln. Solange er nuckelt, macht das nur piep, piep, piep. Weil er am Haken hängt, läutet die Glocke. Und dann sollte man anschlagen. Dann sagt der Anhieb zu früh.
dann kommt das so irgendwie. Nach so einem Fehlbiss sind dann erstmal alle Fische verschreckt. Und dann passiert erstmal gar nichts stundenlang. Die linke Rute meldet sich überhaupt nicht. Ach so. Da war ein Hänger. Deswegen meldet die sich nicht. Na komm, beiß jetzt. Ja komm. Zack, zack. Ah, wieder weg. Er hat aber lange rumgenuggelt an dem betrunkenen Wurm. Da hat man extra drei Ruten draußen und trotzdem dauert es Ewigkeiten, bis da mal einer beißt an den drei Ruten. Na komm. So, jetzt aber auch ein wütender Barsch. Jo, das sieht man immer schon, wenn es ins Rote hochgeht, ist es ein wütender Barsch. Koboldfisch schlägt nicht so toll aus. Das sieht auch eher nach wütendem Barsch aus. Jetzt fange ich nur noch wütende Barsche hier. Ich brauche den Kobold. Und der ist nicht aus Kobalt. Obwohl, die Baerbock könnte denken, der ist aus Kobalt. Weil die verwechselt ja Kobalt mit Kobold. Komm jetzt hier langsam mal zusehen hier. Sonst wird das Video wieder viel zu lang. Ich muss noch 5 Fakus fangen. Das ist ein Kobold. Ne, wieder ein wütender Barsch. Obwohl der Ausschlag war wie beim Kobold. Was soll das? Aber das ist der Kobold. Ne, wieder ein wütender Barsch. Ich fange hier nur noch wütende Barsche. Wo sind die Kobolde geblieben? Bleiben wir mal ein bisschen kürzer.
Hier brauche ich ja keine Markierung setzen, also dafür das Krautfeld werfen, das wird ja wohl jeder ohne Markierung hinkriegen. Ein Forellenbarsch. Ja, der war ein bisschen sehr kurz. Weißt du, oder ja? Na komm. Das könnte ein Kobold sein. Jawohl. Der letzte Mohikaner. So, auf zu den Everglades. Ching. So, muss ich schnell noch umrüsten. Der Spot ist gut, aber erstmal schnell umrüsten. Kommen wieder die vierer Haken drauf. Der passende Köder. Na komm. Spiel ist gefriest. Hallo. Aha. Hat sich mal wieder aufgehangen. Na ganz toll. Fishing Planet reagiert nicht mehr. War ich wieder zu schnell mit meinen ganzen Aktionen? Kam das Spiel nicht hinterher? Na, was ist los hier? Lädt nicht? Fishing Planet ist ganz tot, oder was? Ah, mein Internet spinnt. Na denn? Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis der Router neu gestartet ist. So, jetzt müsste wieder Internet da sein. Der Router hat inzwischen neu gestartet. Alle Lichter sind wieder an. Gucken, ob es jetzt hier Verbindung gibt. Aber ich muss wahrscheinlich nochmal neu starten.
Jo, Internet ist wieder da. Auf ein neues. Na, kommt aber immer noch kein Balken hier. Was ist hier los? Ah, jetzt. Das hat aber gedauert. Na komm, jetzt lädt er richtig. So ist das. Sehr gut. So muss das sein. Ja, unwichtig die Werbung. So, Scheiß machen wir aus hier. Den Routenständer her. So. Route Nummer 1. Achso, erstmal gucken. Beißkurve. Ja, habe ich mir gedacht. Wieder raus die Route. Am besten mal vorher gucken. Na komm. Ab 10 Uhr müsste es hier losgehen. Nee, ne? Was ist denn jetzt hier los, ey? Jetzt ist das Spiel richtig gefriest. Ich werd wahnsinnig hier. Internet ist aber da. Ne, jetzt ist das Internet wieder weg. Jetzt geht das wieder los, dass wir hier Internet an- und ausschalten. Gut, ich zeige euch den Rest in den zweiten Part. Bis dahin, tschüss.